Willkommen, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier in Kingdom Come Deliverance im Jahre 1403 und hier bei mir bei The Only One. Ja, wir hatten in der letzten Folge dem Herrn Hans geholfen, den Trank der Unwiderstehlichkeit zu beschaffen. Und es hat aber leider nicht funktioniert, dass er das Herz seiner Angebeteten erobern konnte. Anscheinend ist er darüber aber nicht besonders erschüttert. Ja, geht weiter nach Frauen Ausschau halten. Ja, und wir wollen uns jetzt einmal weiter der Hauptaufgabe widmen. Und zwar müssen wir da einmal hierher Richtung Sasau. Da müssen wir uns im Sumpf treffen bei einem, ja, vereinbarten Treffpunkt. Und ich würde sagen, wir nutzen einmal die Schnellreise zum Kloster. Oh, wir könnten eventuell kämpfen. Eigentlich, ja, erstmal noch nicht. Wer weiß, wie viele das sind. Schade, dass ich hier nicht einfach abbrechen kann. Aber wir müssen anscheinend bis zum Kloster. Gut, wir sind einmal hier angelangt. Pebbles ist auch dabei. Und dann, glaube ich, müssen wir ja auf die andere Seite. Einmal schauen, da reiten wir einmal über die Brücke. Einmal zurück. Haben wir hier auch eine Brücke? War, glaube ich, nur hier vorne. Ja. Sasau ist auch wirklich ein sehr schöner Ort. Und wir verreiten uns hier mal schon wieder. Selbst hier verirren wir uns. Hier gibt es, glaube ich, auch sonst keinen Weg über den Fluss. Nein, wir müssen hier einmal. Was ist denn hier für eine schöne Bank? Oh, hier sieht es aber doch so aus. Ach nein, da drüben ist wieder der größere Fluss. Nein, wir müssen hier nach vorne. Ja. Wir müssen einmal zurück und müssen über den Fluss. Oh, hier könnten wir was essen. Das sollten wir vielleicht mal machen, bevor Heinrich Hunger bekommt. Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben. Sättigen wir hier uns erst einmal. Gut. Und dann, ja, hier können wir auch nicht drüber. Hier ist zwar ein Steg, aber Pebbles hat leider auch nicht gelernt zu schwimmen. Obwohl es ein Zauberpferdchen ist, die vom Himmel fallen kann, kann sie leider nicht schwimmen. Aber gut. Darf ja auch nicht, oder soll ja auch nicht zu viel erwarten, würde ich sagen. Jedenfalls sind wir hoch auf der anderen Seite des Flusses. Reiten jetzt einmal zu diesem Treffpunkt. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt weiter die Hauptaufgabe. Ich glaube, wir könnten hier, obwohl es ist noch ein bisschen weiter, hier irgendwo hängen bleiben. Ah, hier ist sowieso der Weg. Sehr gut. Hier müsste dann eigentlich der Sumpf sein. Ach, schaut mal, ja. Oh, das sieht ja toll aus hier. Oh, wir haben ein Nest entdeckt. Ja gut, das brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt ausräumen. Wir suchen jetzt erstmal nach diesem Treffpunkt. Oh, da vorne ist eine Hütte. Wir steigen einmal ab, würde ich sagen. Das hier für eine kleine Hütte. Kommen wir da entlang? Oh ja, 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 doch. Tatsächlich, Heinrich schafft es. Oh, was ist denn hier? Finden wir hier irgendwas Tolles? Oh, hier gibt es eine Truhe. Cool. Das nehmen wir doch, das nutzen wir doch.
Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben. Woll, einmal entriegelt. Ist da irgendwas Tolles drinnen? Naja, immerhin Hirschleder, Hundeleder, Schafsleder. Das nehmen wir doch mal mit. Können wir verkaufen. So, aber wo ist denn jetzt der Treffpunkt? Oh, wir sind schon wieder viel zu weit weg. In diese Richtung zurück. Wir haben einen interessanten Ort entdeckt. Hallo Köter, ja. Ein interessanter Ort. Hier ist Pebbles. Ist aber wirklich sehr schön hier. Einmal einen Treffpunkt finden. Oh, hier vielleicht. Das scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. Okay, wir sind an dem besagten Ort und wir sollen ein Signalfeuer entfachen. Hier anscheinend. Köter, einmal auf Seite, bitte. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurwa. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? War, glaube ich, der, den wir Herrn Ratzig ausgeliefert hatten. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war doch so. Wir hatten doch dann noch eine Schlägerei mit dem und dann haben wir ihn, glaube ich, mitgenommen, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber wir waren ja Klosterbrüder und wir hatten nichts bei uns. Er hatte nichts bei sich. Kein Geld, nichts. Also hast du ihm den Hals umgedreht und nichts gefunden? So ein Pech aber auch, nicht wahr? Ich hatte ebenfalls nichts. Die Novizen müssen all ihr Hab und Gut abgeben, sobald sie das Kloster betreten. Also weißt du gar nicht, ob du dem Richtigen den Hals umgedreht hast? Ich frage mich, ob du überhaupt gemordet hast. Dann geh doch hin und hör dich um. Alle werden dir von dem Mord berichten. Damit ich in eine Falle tappe? Vergiss es, Junge. Ich habe eine viel bessere Idee. Tötet den Bastard! Wieder da? Ich schlachte dich ab! Heinrich, einmal deine Waffen ziehen, bitte. Oh nein, lass Köter in Frieden. Oh nein. Oh nein, oh nein. Wo ist denn eigentlich unser Schild? Das können wir jetzt natürlich wieder nicht anlegen. Doch, können wir. Warum haben wir das denn nicht angelegt? Jawohl, einmal das. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Okay, und ist noch irgendwo einer? Das war... Oh, nein! Wo ist noch... Wo ist der Typ? Okay, wir müssen uns erstmal kurz verbinden. Aber können wir das jetzt? Ich glaube nicht, nein. Wo ist denn der... Da ist er. Den werden wir doch jetzt wohl auch noch schaffen, oder? Finde ich denn jetzt ihr Lager? Vielleicht liefern mir die Leichen einen Hinweis.
Okay, erstmal verbinden hier. Das war ja jetzt nicht so schön. Einmal bitte anwenden. So. Und brauchen wir einen Ringelblumenaufguss? Ja, wäre, glaube ich, ganz gut. Haben wir denn noch einen Ringelblumenaufguss? Ja, nehmen wir einmal. Gut, wir sollen die Leichen durchsuchen. Oh, der ist noch am... Hopsala. So. Kann ich dich jetzt durchsuchen? Ja. Ein sonderbarer Würfel. Na, den nehmen wir doch mal mit. Auf den ersten Blick sieht er wie ein gewöhnlicher Würfel aus. Doch die Zahlen stimmen nicht. Vielleicht nutzen sie solche Würfel als Erkennungszeichen. Allerdings hilft mir das nicht dabei, ihr Lager zu finden. Okay, wir nehmen noch die Groschen mit natürlich. Pfeile, ja, nehmen wir auch mal noch mit. Gut, der ist noch recht viel wert. Oh. Mal. Hier noch. Nochmal einen sonderbaren Würfel. Wahrscheinlich wird uns einer reichen, oder? Hier nochmal ein paar Groschen. Nochmal ein sonderbarer Würfel. Können wir nicht verkaufen. Also ich vermute mal, einer reicht uns. Wir brauchen nicht alle mitnehmen. Aber anscheinend muss das irgendwas zu bedeuten haben, dass die einen Würfel haben. So, okay, wir schauen einmal in unserem Questbuch. Die Würfel sind gefallen. Ich entfachte am Treffpunkt ein Feuer und wartete, bis die Banditen eintrafen. Es gelang mir nicht herauszufinden, wo sich das Banditenlager befindet. Nun muss ich meine Anstrengungen verdoppeln, um es aufzuspüren. Ich werde mich in Sasa umhören. Vielleicht hat dort jemand etwas aufgeschnappt. Okay. Gut, das heißt, wir müssen einmal nach Sasau und uns da umhören. Also in diese Richtung hier. Ja, da können wir hinreiten. Das ist ja jetzt nicht so weit. Wo ist denn Pebbles? Löchen. So, und dann einmal, ich hoffe, wir finden hier durch den Sumpf. Ach, schön, mit diesem Schilfrohr. Herrlich, wirklich sehr schön gemacht, diese Bäume. Das gefällt mir sehr gut. Wir hören uns also mal. Das ist wieder einer, der uns irgendwas Böses möchte. Ja, anscheinend. Nee, wir können jetzt nicht schon wieder kämpfen. Wir haben nicht mehr die komplette Gesundheit. Ich möchte eigentlich gerne mal auf den Weg kommen. Ich habe auch, glaube ich, den letzten Ringelblumenaufguss verwendet. Hier ist der Weg, sehr schön. Wunderbar. Wir wollen uns jetzt erstmal in Sasa umhören. Ja, am besten hört man sich in den Schenken um. Da wird immer am meisten geredet. Oh, ich hoffe, Köter hat jetzt nicht mit dem gekämpft. Ist Köter da? Ja, Köter ist da. So, na dann fragen wir doch einfach mal hier die Akt oder Schank Maid. Jawohl. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Hat sich hier in letzter Zeit etwas Verdächtiges zugetragen? Fremde, die herumlungern oder Diebstähle? Hab ein, zwei Dinge gehört. Vor zwei Tagen waren Müllers Gehilfe hier. Und als er ein bisschen was gesoffen hatte, faselte er, dass er auf ein Lager voller krummer Gestalten gestoßen wäre. Und weißt du auch, wo ich diesen Müllers Gehilfen finde? Soweit ich weiß, ist er mit einem Karren nach Kuttenberg. Aber bevor er hier war, flog er aus der Schenke in Sasau raus. Die Schenke über der Brücke beim Kloster. Vielleicht war er dort redseliger. Alles Gute. Ah, vielen lieben Dank. Das heißt, wir müssen einmal zu der anderen Schenke und uns da nochmal umhören. Vielleicht hat
man uns da mehr zu berichten. Ja. Heilen, glaube ich, schon wieder ein bisschen. Huch, und wir sind natürlich wieder, hier am falschen Weg unterwegs. Nein, hier ist richtig. Langsam, aber stetig heilen wir. So, dann fragen wir hier einmal. Hier keine Schankmaid. Mal nach drinnen. Oh, den Wirt könnten wir natürlich auch fragen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja, das hoffe ich auch. Ich wollte fragen, ob dir in letzter Zeit etwas zu Ohren kam, das auf eine große Räuberbande hindeutet. Wie der Zufall so will, kam vor ein paar Tagen so ein Müllersbursche vorbei und hat sich weggeschwemmt. Hat sich so aufgeführt, dass ich ihn rauswerfen hab müssen. Aber vorher hat er was von einem Lager gefaselt. Sagte, er hätte lauter sonderbare Gestalten gesehen, die in Vranik, der alten Feste, kampieren. Oben auf dem Hügel? Wie gesagt, war er voll wie ein Fass, aber er hat bestimmt Vranik gemeint. Diese Dreistigkeit, direkt vor Herrn Hanuschs Nase. Was meinst du? Ach, nichts. Verbindlichsten Dank, Wirt. Genau das wollte ich wissen. Hey, sehr schön. Wir haben Hinweise gefunden, die uns zum Banditenlager führen. Wir sollen jetzt nach Vranik. Sollen dort herausfinden, wie viele Männer dort sind. Und was noch? Erstatte Herrn Ratzig und Herrn Hanusch über die Untersuchung Bericht. Soll ich das jetzt als erstes machen? Der einzige Weg zum Banditenlager führt von Ledetschko aus dorthin, von der Ostflanke des Hügels kommend. So oder so, ich muss nun dort hinein. Konnte das Lager der Banditen ausfindig machen, nun sollte ich mich nach Ratei begeben und Herrn Ratzig und Herrn Hanusch darüber in Kenntnis setzen. Okay. Das Lager ausfindig machen. Also wir wissen schon, wo das jetzt ist, weil das hat uns der gute Mann ja gesagt. Ist da eine Karte? Ach ja, okay, das ist also hier in dem Bereich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir aber zuerst. Erstatten wir eben erstmal Bericht, oder? Erstatte Herrn Ratzig und Herrn Hanusch über die Untersuchung Bericht. Oder wäre es nicht sinnvoller, erst sich hier alles anzugucken? Aber das ist optional. Und am Ende... Nein, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Vranik. Schauen uns, ist es ja näher hier. Wir einmal hier irgendwie durch den Wald und irgendwie hier hindurch, genau. Ich würde sagen, einmal vielleicht an dieser Stelle versuchen. So. Schauen wir uns das erstmal an und erstatten dann einen Bericht. Einmal versuchen, durch den Wald hier zu kommen. Oh, Pebbles. Schaffst du das? Ja, sehr gut. Hier ist schon mal ein kleiner Weg. Ein Trampelpfad zumindest. Vielleicht kommen wir da irgendwo durch den Wald hindurch. Ist ein Pfad. Dem folgen wir mal. Oh nein, hier wird es ja wieder steiler. Jetzt muss ich mal nachschauen, wo sind wir. Ja, wir müssen irgendwie hier rüber. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das hier durchschaffen. Das ist hier sehr steil. Nein, schaut mal, da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Das ist ja hier. Wir könnten mal absteigen. Weil Heinrich ist ja nicht gerade der beste Klettermeister. Wir versuchen es einmal hier kurz, ob wir hier hochkommen oder ob das zu steil ist für Heinrich. Ja, das ist wieder zu steil für ihn. Das schafft er wieder nicht. Wir müssen also irgendwie unten rum.
Gut, dann können wir uns wieder auf Pebbles schwingen. Frage ist jetzt, kommen wir hier irgendwie runter? Aber er hat ja gesagt, oben auf dem Hügel. Also müssen wir dann irgendwo wieder auf den Hügel raufkommen. Ja, hier ist einmal zumindest ein Weg. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg wieder hinauffinden. Muss das ja hier irgendwo oberhalb sein. Pebbles, schaffst du es da hinauf? Ich glaube, wir sollten Pebbles einmal hier stehen lassen. Können wir aber auch nirgendwo klettern, oder? Steigen einmal ab. Und wir versuchen mal unser Glück. Wobei, es muss ja irgendwo ein Weg nach oben sein. Nur wir haben ja schon die Erfahrung gemacht, wenn es zu steil ist, dann stürzt Heinrich sofort ab. Wie könnte es eventuell noch gehen? Okay, also. Oben auf dem Hügel, da soll Vranik sein. Und hier ist schon wieder schwierig für Heinrich, wie ihr seht. Da sieht schon wieder schwer aus. Da kommen wir schon wieder nicht mehr hoch. Oh nein. Heinrich, wirklich jetzt. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So steil ist das ja nun auch nicht. Heinrich, streng dich an. Das könnte es sein. Oh, was denn? Wo denn? Könnte es sein? Und genau was genau? Ah, da ist eine Palisade zu sehen. Ah, kommen wir hier durch? Heinrich, streng dich doch mal bitte an. Ah, wir haben Vranik entdeckt. Sehr schön. Okay. Müssen wir einmal nachsehen, wo es einen Eingang gibt. Uiuiui, kommst du darüber, Heinrich? Natürlich nicht. Oh, da sind... Oh. Die sehen uns anscheinend nicht. Okay, sehr gut. Ja, nur Palisade. Doch irgendwo... Ach, ich glaube, da gab es ja nur einen einzigen Zugang. Ich hoffe, wir finden den. Ja gut, einmal rumlaufen, dann sollte der zu finden sein. Wahrscheinlich sind wir gerade in die falsche Richtung gelaufen. Kann man da mal irgendwie reingucken oder so? Schwierig. Schade. Oh! Achtung, das Betreten der Feste Vranik könnte zum Abbruch einiger laufender Quests führen. Okay. Ja gut, wir haben ja nur... Wir haben ja sonst keine Quests weiterlaufen, außer... Oh! Entdecke alle Orte auf der Karte auch noch. Sehr schön. Cool. Ah, hier, Vranik entdeckt. Okay, cool. Ja, wir haben ja eigentlich nur tief im Walde, aber das, denke ich, sollte weiterhin machbar sein. Das ist ja, glaube ich, sowieso eine DLC-Quest. Nichtsdestotrotz, wir speichern einmal. Einmal einen Retterschnaps. Wunderbar. So, und dann, hier ist ein Tor. Gut, also was war jetzt die Quest?
Wir sollen herausfinden, wie viele Männer dort sind und Herrn Hanusch und Herrn Ratzig über die Untersuchung Bericht erstatten. Ja gut, also dann untersuchen wir mal. Was willst du? Was ist das für ein Ort? Was geht hier vor? Die königliche Schau der Kurzhaarschafe. Hast du ein Schaf? Nein. Dann zisch ab, bevor dir was passiert. Was? Müssen wir jetzt ein Schaf besorgen? Hallo? Rein? Schon wieder? Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Ah, jawohl, wir haben ja einen besonderen Würfel. Spielgefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranik, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Erik. Er sollte im Haus ganz oben sein. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Geh nach Vranik und finde heraus, wie viele Männer. Aufgabe begonnen. Lager auskundschaften und beim Erik melden. Okay. Ja, dann kundschaften wir einmal aus. Hier einfach mal um, würde ich sagen. Hier gibt es Pferde. Sehr viele Soldaten oder Banditen, je nachdem. Ja, Banditen sind das. Sagt Heinrich denn gar nicht, was er hier entdeckt alles? Huch! Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Okay, er sagt was, sehr schön. Hier müssten die Kommandanten sein. Es sieht so aus, als müssten wir hierher. Erik. Was willst du? Was willst du? Schick mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ja, Herr. Ja, ich weiß, was ich tue. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Melde dich im Lager bei Erik. Das ist ja ein schönes Lager hier. Wir sollen uns jetzt zum Kampfmeister begeben. Richtig cool. Okay, wir wollen uns nicht zu lange hier aufhalten, nicht, dass er Verdacht schöpft. So, einmal wieder Hügel abwärts. Sie ist eine Schnepfe. Wir lieben uns, Pferdekacke. Sie will nur deine Kohle. Sie nimmt deine Kohle, oder? Nö. Meine Fresse, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. So, also Hügel abwärts beim Kampfplatz. Schauen wir uns auch gleich noch ein bisschen um. Einmal kurz auf die Karte gucken. Das muss hier sein, okay. Das können wir einmal wegmachen. Diese Zelte sehen teuer aus. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Ah, na, das ist gut, dass wir hier nochmal lang gelaufen sind. Ich glaube, hier ist der Kampfplatz. Ja. Bist du Kampfmeister Vanjek? Ja, da bin ich. Was willst du?
Ich bin Heinrich. Erik sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Koslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Du hast mich in Scarlets im Schwertkampf unterrichtet. Warte. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir trafen uns beim Wirtshaus. Freut mich, dass du lebst. Und ich nahm die Beine in die Hand, noch bevor es losging. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Oh, falsche Taste. Sagte ich nicht, dass wir hier kämpfen? Wir können uns nicht im Lager schlagen. Ah, dann dringe ich halt nicht so weit raus. Oh, wir müssen auf unsere Ausdauer achten. Nicht. Sonst können wir wieder nicht blocken. So sagst du einfach, also unhöflich. Oha. Hoppla. Himmel, hilf. Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Das sehe ich. Ich sage Erik, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek hätt's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, wie spendabel von dir. Tja, ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst herumzufuchteln, sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Okay. Sehr schön. Einmal zurück zu Erik. Dann hoffe ich, dass wir noch Bericht erstatten können. Mal noch zum Herrn Hanusch oder eben zum Herrn Ratzig. Ach, hier ist einer angekommen anscheinend. Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter. Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann heuerst du denn Ratzigs Leute an Erik? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Hab ich recht, Bürschchen? Du Bastard! Nein! Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Erik. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Er ist dein Lehnsherr, Ratzig Kobilla. Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt.
Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters, welches mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten. Und ich werde da sein und zusehen. Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und der bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt das so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih, ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel dir mal ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Eric, komm mit, wir haben was zu erledigen. Heinrich! Heinrich! Wach auf! Hörst du mich? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Hier, versuch zu trinken. Ich dachte schon, du warst nie auf. Woher kennst du meinen Namen? Erkennst du mich denn nicht mehr? Was, Pischek? Du Scheißverräter! Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert. Sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Also willst du meine Hilfe oder nicht? Was willst du? Dich rausholen. Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Istvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten, ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Welche Gründe hast du wirklich? Keine, die dich etwas angingen.
Sagen wir einfach, es ist was Persönliches. Sie gehen mich was an. Und ich glaube dir kein Wort. Ich weiß, du führst etwas im Schilde. Streng dich lieber etwas mehr an, sonst gehe ich mit dir nirgendwo hin. Gibt keinen Tag, an dem sich diese Mordbuben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich bin der Jüngste, also bin ich ihr Sklave. Hast dir das Leben als Bandit wohl anders vorgestellt, was? Mir kommen die Tränen. Aber du könntest alleine fliehen, also warum so besorgt um mich? Hör mal, ich will bloß ein normales Leben. Und dafür brauche ich Frieden und Kohle. Du musst hier raus und hast das Geld. Ich will nur einen Bruchteil von dem, was Istvan von Herrn Ratzig verlangt. Warum sollen wir uns also nicht gegenseitig helfen? Wieso haust du nicht selbst ab? Und dann was? Bin allein auf der Welt und ein Geächteter. Wie lang glaubst du, dauert's, bis ich am Galgen baumle? Muss mir etwas Kohle beschaffen, damit ich verschwinden kann. Wie willst du das anstellen? Na endlich. Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein. Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld, im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund. Was ist mit meinen Sachen? Die hat Erik. Wäre Selbstmord, die zu holen. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Na gut. Also schön. Hauen wir ab. Binde mich los. Das wollte ich hören. Aber erst schwörst du, dass du Herrn Ratzig von meiner Hilfe erzählst und mich bezahlst. Du hast mein Wort. Wie sieht der Plan aus? Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Ich weiß, wie man von hier verduften kann. Unten im Lager, beim Abhang über der Sasau, ist eine Stelle, an der sie die ganze Scheiße über die Palisade schmeißen. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Wir müssen bloß über die Palisade springen und haben eine weiche Landung. Dann sind wir frei. Frei und voll mit Scheiße. Und das ist alles? Nun, zuerst müssen wir es bis dorthin schaffen. Keiner darf uns sehen. Ich soll dich im Auge behalten und du, tja, sollst im Auge behalten werden. Wir müssen unbemerkt bleiben und uns vor neugierigen Blicken hüten. Ich gehe zuerst. Vorm Schuppen sollte keiner sein. Wenn du draußen bist, geh links die Palisade entlang. Dort ist alles voller Klippen, also sieh zu, dass du dich nicht umbringst. Ich warte nicht weit vom Lager entfernt auf dich, beim abgestorbenen Baum zwischen dem Weg und dem Bach. Viel Glück. Puh, okay. Das war ja jetzt mal eine Bombe, die geplatzt ist, wenn das dann stimmt. Angeblich soll Herr Ratzig unser eigentlicher Vater sein. Naja gut, irgendwas musste hier ja noch passieren. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, Problem ist, wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Wir haben nichts. Ja, wir haben all unsere Sachen verloren. Und wahrscheinlich können wir jetzt nicht einmal mehr. Hier müssen wir hin. Oh, doch. Optional wäre das. Wir könnten versuchen, unsere Ausrüstung zurückzubekommen. Puh. Also, ja, eigentlich schon gerne machen. Ah. Da kommt schon der Erste. Ich will da irgendwie durchgucken. Er läuft hier lang. Okay. Ah, der steht da. Achtung.
merkt anscheinend nicht, dass das Tor hier offen ist. Oder die Tür. Einmal hinter uns. Dass das auffällt gleich. Ich. Das knacken leicht. Ah, wir haben ja keine Dietriche. Verdammte Axt. Oh, wir finden hier mal Retterschnaps. Das ist schon mal sehr schön. Und Ringelblumenaufguss. Und einen Trank des Nachtfalken. Und was zu essen. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir können einmal... Ringelblumenaufguss, den nehmen wir gleich mal. Sehr schön. Und Sattheit ist noch gut. Okay. Schade, leider keine Dietriche gefunden hier. Aber anscheinend muss ja die Möglichkeit bestehen, irgendwo der Dietriche geben, oder? Man da das Schloss knacken kann. Läuft wieder eine Wache. Mal, bis die weg ist. Wer ist da? Einmal hier drüben noch um. Da auch noch irgendwo eine Truhe. Sehr dunkel. Erkennen. Da sehe ich nicht, ob hier irgendwo eine Truhe ist. Nicht so aus. Gut, ja. Ist hier noch irgendwas? Oh, nee. Kommt wieder die Wache. So, wir können uns also jetzt mal dem seine Sachen zumindest nehmen. So. Wir einmal so angezogen wie der. Gut, das ist doch schon mal besser als nichts. Dann sollten wir den vielleicht doch noch ein bisschen woanders hinbringen, wo er nicht gleich gesehen wird. So. Okay. Das ist schon mal gut. Schauen wir hier nochmal rein, ob wir da eventuell noch irgendwie Dietriche finden. Leider nicht. Haben wir jetzt eine... Ja, wir haben uns... Eigentlich kann man uns nicht unbedingt erkennen. Macht uns das, glaube ich, schon mal ein wenig einfacher. Aber meine Sachen hätte ich eigentlich schon gerne wieder. Das ist ja ärgerlich. So, hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier gibt's... Da war die Truhe, die wir schon geplündert haben. Können wir nicht rein? Doch irgendwo noch eine Truhe geben, irgendwo noch Dietriche geben. Schauen. Da ist noch eine Truhe.
könnten ja auch weniger unauffällig vielleicht sein. Weiß ich jetzt nicht, was da besser ist, aber da können wir anscheinend nicht in die Truhe. Frage ist jetzt, eigentlich dürften die uns ja nicht erkennen, oder? Jetzt hier einfach lang spazieren. Meine Gebete wurden erhört. Oh doch, oh nein. Oh nein, das ist jetzt ärgerlich. Scheiße! Das nennst du kämpfen? Los, komm schon! Gegen drei, das ist natürlich wieder schwierig. Hallo, ich will den da drüben, bitte. Komm her, du Weicher. Oh. Hast weiche Knie bekommen, was? Schade, das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass die uns erkannt haben. Der Axt sind wir natürlich. Kann ich denn den nirgendwo? Warum kann ich die nicht treffen, bitte? Mehr hast du nicht. Klappt irgendwie nicht so. Oh, schade. Ah, sehr schade. Okay, gut, wir sind also wieder hier. Gut, dann versuchen wir das in der nächsten Folge noch einmal. Ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt hier erstmal. Aber der Plan, den einen Wächter auszuschalten, der ist schon mal ganz gut. Und vielleicht schaffen wir es ja auch nach und nach noch die anderen irgendwie zu überwältigen. Aber das versuchen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt hier erstmal. Und ja, ich hoffe, dass wir das dann schaffen werden. Es ist wirklich sehr spannend und ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Verabschiede mich jetzt erstmal wieder und sage Tschuhu!